Herzlich willkommen, mein Name ist Marius Ebert und in diesem Video geht es um die Balanced Scorecard. Die Balanced Scorecard. Und wir schauen uns zunächst mal an, was das bedeutet. Balance heißt also ausbalanciert und Scorecard ist einfach eine Punktekarte. Ja, Scorecard, das kennt man aus dem Golfspielen. Und diese Idee der Balanced Scorecard ist im Wesentlichen verbunden mit zwei Amerikanern, nämlich den beiden Herren Kaplan und Norton. Das sind sozusagen die Entwickler. Und was haben sie uns sagen wollen? Dieses ausbalanciert bedeutet, dass man, wenn man ein Unternehmen führt und leitet, nicht fixiert sein soll auf nur einen Bereich, also zum Beispiel nur auf seine Rentabilitätskennzahlen, sondern ausbalanciert bedeutet, dass man drei oder vier oder fünf Bereiche im Auge behalten muss und dass diese Bereiche ausbalanciert sein sollen. Und ich möchte es mal beispielhaft an vier Bereichen klar machen, was hier gemeint ist. Das kann man natürlich individuell definieren. Ein Bereich also, den man im Auge behalten sollte, ist natürlich der Bereich Kunden. Kunden. Das ist also ein ganz wichtiger Bereich, den man im Auge behalten, steuern und erfassen sollte. Ein weiterer wichtiger Bereich, und hierauf waren die Unternehmen viele Jahre lang nur ausschließlich fixiert, ist der Bereich Finanzen. Ja, das ist ein wichtiger Bereich, gar keine Frage, aber ist eben nicht der einzige Bereich. Also hier geht es um Rentabilitätskennzahlen und so weiter. Also das ist der Bereich Finanzen. Und dieser Bereich Finanzen ist nicht mehr der einzige, sondern wird einer von mehreren, den man im Auge behalten sollte. Ein ganz wichtiger Bereich, dessen Bedeutung wir in den nächsten Jahren erst noch richtig entdecken werden, ist der Bereich Mitarbeiter. Also auch hier geht es wieder um Menschen und nicht so sehr um Zahlen. Hier geht es mehr um Zahlen, hier oben. Und hier geht es um Menschen. Mitarbeiter, manche sagen dazu auch der Bereich Innovation. Innovation, manche definieren ihn und sagen, es ist der Bereich Mitarbeiter. Das kann man, wie gesagt, individuell festlegen. Und ein vierter wichtiger Bereich, den man ebenfalls im Auge behalten sollte, sind die Prozesse. Wie laufen die Dinge ineinander? Ja, Prozesse und Prozessabläufe. Abläufe, sagte man früher, heute nennt man das Prozessmanagement und hat eigene Systeme entwickelt wie die Prozesskostenrechnung. Das sind also beispielhaft vier Bereiche. Ich sage noch einmal, das sind Beispiele hier. Man kann als Unternehmen natürlich weitere Bereiche ergänzen. Man könnte einen fünften Bereich ergänzen und zu sagen, für uns ist auch ganz entscheidend unsere Lieferanten. Man könnte als sechsten Bereich definieren, das Dorf, in dem wir unser Unternehmen haben, oder das Bundesland, in dem wir unser Unternehmen haben, also Beziehungen zu Gesellschaft und Politik. Also man könnte hier weitere Bereiche definieren. Und wichtig ist, dass man eben alle diese Bereiche erfasst und ausbalanciert. Hier ist es einfach, bei den Finanzen ist es einfach. Da haben wir seit vielen, vielen Jahren in der Betriebswirtschaftslehre die Kennzahlen. Bei den Kunden, da müssen wir die Kundenzufriedenheit zunächst einmal übersetzen in Kennzahlen, also Kennzahlen entwickeln für die Kundenzufriedenheit. Genauso hier für die Mitarbeiterzufriedenheit müssen wir Kennzahlen entwickeln.
Genauso wie man in den letzten Jahren hier für Prozesse Kennzahlen entwickelt hat im Rahmen der Prozesskostenrechnung. Also das ist die Aufgabe, diese Bereiche alle im Auge zu haben und auszubalancieren, ähnlich wie ein Pilot, der ein Flugzeug steuert. Der schaut auch nicht nur auf seinen Höhenmesser, sondern hat alle Instrumente, alle Messzahlen im Blick. Und so ähnlich stellt man sich das hier auch vor, so sozusagen als Cockpit, mit dem man ein Unternehmen steuert. Ja, das ist die Balanced Scorecard. Vielen Dank. Mein Name ist Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.